Komm zurück zu Xenoblade Chronicles. Wird. Ich mir gerade. Wird es. Also ich habe damals überlebt, neben dem Monado, und das Monado hat alle anderen getötet. Wow. It's all very well going after that metal-faced Mekon, but shouldn't we have some kind of plan? How about checking out Colony 6? Colony 6? The only other Homs colony left. Colony 6 is on the way to Sword Valley, where there's supposed to be a Mekon base. If that's where they came from, maybe the people in Colony 6 saw something. Good point. They might even know something about that metal-faced Mekon. So, we go past the Magmel ruins and up through Tephra Cave. Then we should arrive at the Bionis Knee. Yeah. And if we can get to the Knee, it ain't far to Colony 6, right? Sounds like a plan. Let's head to Colony 6. Okay. Aber Juwelenschmiede. Äther von Kolonie 9 können Ätherjuwelen geschmiedet werden. Sprich mit dem Juwelen Onkel im Geschäftsviertel. Jetzt ist es aber so. Aber ich. Sekunde. Zack, zack, hier die kaputte Uhr noch. Hier wieder zum Labor und repariere die Uhr. Und hier ist noch die Herausforderung mit der Seemagdalena. Dann gehen wir mal zurück. Hier sind ja auch noch kleine einzelne Aufgaben, also ganz erledigt haben wir hier noch nicht alles. Ach du liebes Bisschen, meine beiden Enkel zanken sich. Sie wollen sich in einem Wettstreit entscheiden, wer der Stärkere ist. Natürlich möchte keiner verlieren, deshalb trainieren beide hart. Hört sich nicht gut an. Ja, die Jugend von heute, solche Sorgen möchte ich haben. Ich hoffe aber trotzdem, dass der Jüngere gewinnt. Immerhin ist er mein eigen Fleisch und Blut. Würdet ihr ihm diesen Keks bringen, die ich ihm gebacken habe? Vielleicht spornen sie ihn ja zu Höchstleistung an. Oh, Schwimmsandalen, okay. Ich danke euch. Meine Beine lassen mich allmählich im Stich. Selbst der kurze Weg ins Wohnviertel fällt mir zuweilen schwer. Gut, ich kümmere mich darum. Oh. Wir packen das drauf. Kannst du dich verlassen. Auf geht's, Ryan. Gib diese Kekse meinen Enkel. Nascht nicht unterwegs davon. Marcias Kekse. So, dann Kekse für den Enkel.
Ja, zeig doch mal, wo müssen wir die Kekse hinbringen? Zeig halt nicht. Irgendwo müssen noch die Kekse hin. Am Stand beim Abwehrgeschütz 1 sitzt ein grüner Bluchal rum. Dieses Vieh geht mir sowas von auf die Nerven. Ich kann diese fiesen Hörner einfach nicht ausstehen. Würde ich dafür sorgen, dass das Biest von dort verschwindet? Okay. Nein, ich hoffe, ich muss dieses Vieh nie wiedersehen. Kein Ding. Oh, gute Güte, ihr glaubt nicht, wie schusselig ich sein kann. Ich habe etwas sehr Wichtiges verloren. Würde ihr mir vielleicht helfen, es wiederzufinden? Die Schlüssel verloren. Ich wusste, dass ihr einer Dame in Not helfen würdet. Es ist aber auch wirklich zu peinlich, seinen eigenen Haustürschlüssel zu verlieren. Ich fasse es nicht. Bitte beeilt euch mit der Suche. Oh mein Gott, hier sind wieder noch so viele Aufgaben. In der Nähe des Geschäftsviertels treiben sich Hans-Hasids herum. Sie stellen für unsere Kolonie eine echte Bedrohung dar. Könntet ihr euch vielleicht um das Hasid-Problem kümmern? Oh, vielen Dank. Ich fühle mich schon viel sicherer. So, dann jetzt hier ist doch noch irgendwo eine Aufgabe. Ist die da oben oder hier unten? Ah, da, bei dem Pon. Könnt ihr Mauer Gwinri in Ruinen von Magmel besiegen? Wurde fast gefressen von böser Mauer Gwinri. Dachte, letztes Stündlein würde schlagen. Seid tapfere Kriegerpon. Schlagt Monster auf Kopf drauf. Wie viele Aufgaben gibt es denn hier? Moment, haben wir doch schon, oder? Ein paar Strandkrabbler erledigen, die tummeln sich am Strand. Ja? Ihr seid zu freundlich, die Kinder lieben diesen Strand. Mit eurer Hilfe können sie schon bald wieder dort spielen. Mission aktualisiert. Stellt euch vor, einige Holzhasids haben mich neulich angegriffen. War gerade auf dem Weg nach Tefra-Höhle. Um genau zu sein, auf dem Tefra-Plateau. Würde ihr der Holzhasid eine Nase geben? Wunderbar. Nun kann ich endlich wieder sorgenfrei durch die Welt wandern. Auch schon wieder erledigt. Lol. Ihr wisst doch sicher, wie leichte Mücks aussehen, oder etwa nicht. In der Nähe von Abwehrgeschütz 1 schwören sie zur Aufhör umher. Leider suchen sie uns auch ab und zu in der Kolonie heim. Könnt ihr nicht ihre Population ein wenig dezimieren? Ich wusste, dass ihr euch in der Sache annehmen würdet, aber seid bitte vorsichtig. Okay. Das ist dann auch jetzt angenommen. Wisst ihr, wo man Flederzähne finden kann? Meine Großmutter braucht 2 Stück, sagt sie. Angeblich braucht sie welche zum Sticken. Helft ihr mir, sie zu besorgen? 1000 Dank. Viel Glück bei der Suche und passt bitte gut auf euch auf. So, das. Haben wir hier die ganzen... Wo muss ich denn jetzt mit den Keksen hin? Es sind noch so viele Aufgaben. Oh mein Gott. Aber hier sind schon 2 in der Stadt. Da ist ein Gespräch. Ich weiß, ich hätte mich auch teleportieren können nach da vorne, aber irgendwie ist das so standardmäßig. Ich muss laufen. In der Nähe vom Abwehrgeschütz 1 halten sich Seeflammis auf. Könnt ihr ein paar von ihnen für mich beseitigen? Normalerweise kümmern wir uns regelmäßig um die Monster dort. Wir wollen ja nicht, dass unsere Geschütze beschädigt werden. Ihr seid eine große Hilfe. Wir haben derzeit viel um die Ohren. Passt gut auf euch auf. Dann erledigt die Mission. Da. Diesmal Baby-Armer. Auch schon erledigt. Steinkrabbel erledigt. Endlich, danke. Gehen wir kurz zurück ins Labor. Reparieren das ganz kurz für Sie. So, jetzt müsste es repariert sein. Und schon läuft sie wieder. Ab damit zu Desiree. So easy ist das. Items sammeln, reparieren und so weiter und so weiter und so fort. War hier irgendwo noch eine Aufgabe?
Ich klicke die jetzt einfach nur noch durch, weil ich denke mal, das ist einfacher, jetzt hier alles zu lesen. Ist wirklich heftig. Warum ist eigentlich hier nichts? Würde sich so anbieten, dass hier irgendwas wäre. Zum Einsammeln. Aber, nö, da ist nichts. Nur noch jetzt hier oben eine Aufgabe. Und dann können wir in einen anderen Bereich gehen. Ah, Pflichtlos wie immer. Ja. Ja, ja. Hier Text. Moni hat sich verändert. So, dann. Also, einmal müssen wir nach da, einmal nach da. Dann würde ich sagen, reisen wir jetzt erstmal beim Juwelenonkel. Und schauen wir mal, was wir hier haben. Ist er jetzt da oben oder da unten? Ich würde fast sagen, er ist da oben. Das heißt, es ist hier einmal außenrum. Eigentlich. Sollte er hier sein. Also doch darunter. Hm. Muss ich wahrscheinlich einmal außen rumlaufen. Ja, Hauptsache der Weg war umsonst, ne? Da ist er ja. Hello. Okay. Mission aktualisiert. Der Harmonie. Jetzt kann ich da oben hin oder unten hin. Dann würde ich erstmal nach da unten hingehen. Hier unten sind ja auch noch haufenweise Aufgaben, die ich gerade gesehen habe. Irgendwo hier ist doch ein Pon wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Ja, blaue Glasperle. Aber wir finden den leuchtenden Schatz für dich, keine Sorge. Lieber Pon. So. Irgendwo hier hinter. Mission erfüllt. Das war der Schlüssel, ne? Schön, den Schlüssel haben wir schon mal. So, dann jetzt wieder weiterreisen. Brauchen wir gar nicht weiterreisen. Einfach nur hier weitergehen. Erfüllt, das war das mit dem Schatz, ne? Ja. Wunderbar. Das auch erledigt. Was haben wir hier für ein Gespräch? Noch nicht verfügbar. Das heißt, hier haben wir alle Aufgaben jetzt angenommen. Da müssen wir dann noch hin die Aufgabe backen. Und dann war ich noch gar nicht in dem Bereich. Und da ist dann zum Schluss, wo wir hin müssen. Harmoniegespräch, Harmoniegespräch. Dann Bens Haus. Nein, ist weg. Weg, weil. Ach, Nacht, Mann. Ich glaube, von da könnte man am besten dahin kommen. Wenn man da runterspringt. Ja. Hier hinreisen. So. Ne, das wollte ich gar nicht. Und zwar wollte ich jetzt Missionsbuch in Bearbeitung. Die kaputte Uhr. Desiree Bericht erstatten geht nicht, weil sie jetzt gerade schläft. Moment, was? Die müssen wir doch noch alle machen? Okay.
Dann würde ich mal sagen, haben wir einiges vor uns. Warum drücke ich denn immer wieder die Taste? Genau. Haben wir dann einiges vor uns, nämlich hier unten. So, wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Hat sich gerade angeboten. Dann springen wir hier einfach mal runter. Zack. Ah, da seht ihr, da haben wir doch schon die ersten Gegner, die wir benötigen. Aber die Frage ist, wie wir jetzt an die rankommen. An den da kommen wir ran. Komm runter, komm runter. Ah, komm runter, du blödes Ding. Ich komme nicht ran. Wie soll man an die rankommen, wenn die alle in der Luft schweben? Ist natürlich dann schwer, ne? Komm ich da lang? Ja, da komme ich lang. So, die Kugel sammle ich noch ein. Eine blaue Kette, ja, die brauchten wir ja eh. Phasendiode. Hier haben wir auch wieder schöne, viele verschiedene Sachen. Den Klippensee entdeckt, neuer Ort, aber kein Reisepunkt. Und es ist jetzt Nacht. Ah, super. Koloniekrabbel. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt besiegen müssen, aber... Aber ich denke mal, dass wir jetzt hier genügend Schaden machen werden. Nee, die Fähigkeiten von Monado brauche ich jetzt gar nicht einsetzen, weil es gar keine Mechons sind. Das heißt also, es bringt mich gar nicht weiter. Morgenhortensie. Ja, guten Morgen, Hortensie. Mhm. Ich weiß, der Witz war flach, aber egal. Wow, Leute, ihr könnt doch echt gar nichts jetzt bei. Doch gar keine Gegner mehr für mich. Wieso greifen die mich echt noch an? Geil, ich wollte eigentlich nur das blaue Ding hier haben. Ein Sorgenkind. Ist das der letzte, der mir fehlt? Der Sorgenkäfer, ja. Damit habe ich hier in dem Bereich 100%. Eine Kohlenramme. Na, dann schauen wir doch mal, was er für Kohle rammen kann. Die ist ja wirklich super stark. Die Soldatenpike doch ein bisschen besser. Oh, hier haben wir mal ein bisschen härtere Gegner. Schöne Sache. Müllhasid. Dass sie einen gleich sofort angreifen. Die sind aber sowas von aggro. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass sie einen so schnell attackieren. War gut, scheinbar schon. Ach komm. Dann lassen wir das. Probieren es nochmal. Macht der Angriff auch Sinn. Ah, schönes Ding. Stufe gestiegen, seht ihr? Ich steige auch noch in der Stufe. Umgeworfen. So. Einsammeln.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit den Nebenquests in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torwart rein. Tschüss.